Und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier auf 99 Damage mit mir mit den Knochen und der 4 Players Pro Liga bei TT eSports mit dem mittlerweile 6. Spieltag. Und damit sind wir in dem Kreis wieder angekommen. Die erste Map aus dem ersten Spieltag wird wieder gespielt. Das 2 und bei uns heute das Stream-Match Snogat, die wir gestern noch gesehen haben in der Rele gegen das Team Rotation und bei uns im Vorinterview der Tarsin von Rotation. Schönen guten Abend. Guten Abend, Keule. Guten Abend, Keule. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, bestens. Heute einen schönen, chilligen, warmen Tag gehabt. Viel auf der Terrasse gemacht. Ja, kann ich klar. Die Sonne genossen. Ja, ein bisschen so. Bei dir? Warst du draußen an der frischen Luft oder? Ja, klar. Kellerbräune. Denn Grillen, alles, das geht ja. Ach ja. So nett. Ja, wie ist die Stimmung bei euch im Team? Wie sieht's aus? Ihr seid momentan Platz 4, von da schon mal zufriedenstellend. Wie sieht's aus? Ja, die Stimmung ist super bei uns. Ne? Läuft ja alles soweit gut. Ja, und heute der nächste Sieg wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, da haben die Jungs von Snowman wahrscheinlich ein Wörtchen gegenzureden. Gimpen haben wir bei euch im Team, ICB. Die sollten auch noch bekannt sein. Hünnel und Rox, oder wie wird da ausgesprochen? Heinel. Ja, oder auch Hühnerauge genannt. Oder Hühnerauge, genau. Heinel und Rox. Für mich beide eher unbekanntere. Wie seid ihr so zusammengekommen, euer Team? Ja, man kennt sich so von Zehnern und auch, ja, haben oft so miteinander gezockt und ja, zocken alle sehr gutes CS, besonders der Rox. Okay. Und ja, alles gut. Ja, das klingt vielversprechend. Das 2, die Map heute Abend für das Spiel, kommt das euch entgegen? Habt ihr gestern bei den Matches bei Snowgard auch ein bisschen zugeguckt? Ja, ich habe jetzt so ein paar Sachen gehört, was sie machen sollen, aber besonders zugeguckt habe ich da nicht. Und das 2 liegt ja den 1-6-Land sowieso. Ja. Deswegen verspreche ich mir da viel. Okay, klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wie waren eure anderen Matches bisher in der 4 Players? Vielleicht ja, können wir da so ein kleines Fazit ziehen. Ihr habt gegen Coreplay gewonnen, ihr habt, wir können es mal ganz kurz hier anschauen. Ihr habt gegen MTF verloren, ich glaube, das ist eine Niederlage, die man da verkraften kann. Gegen Faculty habt ihr sehr, sehr knapp verloren, das war das erste Spiel, glaube ich, von Faculty, die dann mit dem neuen Lineup direkt gespielt haben, als sie aus Amerika wiederkamen. Wie lief es so bisher aus eurer Sicht? Ja, gegen Faculty, das Match war ja sehr ärgerlich, da viele von uns halt so Probleme mit dieses Anti-Cheat-Tool hatten. Okay. Ich zum Beispiel hatte immer so 5-Minuten-Lags, der Rox ist ab und zu mal abgekackt. Und ja, von dem gegnerischen Team, also Faculty, der Shirox konnte auch nicht spielen. Also da gab es so ein paar Defizite mit. Okay. Ja, hoffen wir, dass es heute ein bisschen anders läuft. Was ist dein Tipp für heute Abend? Wie wird's ausgehen? Ja, das wird klar 16-6 für uns. Okay, so deutlich. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich bedanke mich, dass du da warst und viel Erfolg beim Match gleich. Hau rein. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Mann, nämlich zum Krovex von Snogat. Schönen guten Abend. Guten Abend. Pizza weg? Ja, so zur Hälfte habe ich sie verpasst. Okay, das klingt auch sehr, sehr gut. Ja, wir schauen bei euch jetzt erstmal, bevor wir auf alle anderen Details eingehen, auf das Lineup. Und dort sehen wir, anstatt einem Kräuterhumpen, sehen wir einen FLH. Genau. Ist es so das erste Resultat darauf, wie es gestern lief? Oder hat es noch Nein, auf keinen Fall. Also bei oder uns heute, ist heute irgendwo eine Schalke-Feier und ich habe es nicht mitbekommen. Ja, das auch, glaube ich. Nee, der Paddy hat leider heute keine Zeit. Ist ja auch nicht so schlimm. Spielt heute halt Daniel. Ja. Aber es ist halt jetzt noch ein bisschen Klärungsbedarf, sag ich mal, wie wir jetzt überhaupt weitermachen. Okay. Und das Interesse besteht auf jeden Fall noch, aber wir müssen halt erstmal gucken, wie so die Wege weiter verlaufen, weil nach den Finals dreht sich ja auch, denke ich mal, wieder ein bisschen was. Und, das Karussell, ja. Genau, und sich da vorzeitig festzulegen, sollte man noch nicht machen, deswegen. Okay, aber das hat jetzt heute zumindest noch keinen Einfluss oder noch keine Bedeutung, dass Humpen vielleicht weg ist. Nein, auf keinen Fall. Okay. Ja, dann werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle. Ihr steht hinter eurem Gegner, nämlich um 2 Plätze mit 6 Punkten. Allerdings
habt ihr bisher auch erst zwei Spiele gemacht. Ja, viele, viele Matches weniger, glaube ich. Richtig. Ihr habt insgesamt drei Matches weniger. Ja. Steht zwei Plätze hinter Rotation. Heute könnt ihr mit weiteren drei Punkten da vorne aufschließen und weiter Plätze gut machen. Ja, die das 2, die Map, die habt ihr gestern, glaube ich, auch bis zum Vergasen gespielt. Wie sieht's aus heute? Da müssen wir uns überraschen lassen. Also in dem Line-Up haben wir jetzt bisher, glaube ich, noch gar nicht gespielt gehabt. Aber das 2 ist ja für eine Überraschung gut und für einen Mix immer am besten. Ja. Schauen wir mal, ob wir da Punkte wieder gut machen können. Wobei Zumal wir wollten die ja. letzten Spiele eigentlich immer spielen, nur das Problem ist, dass wir als Wildcarden mussten, Okay. beziehungsweise der Gegner hat gewildcardet. Okay. Ja, Jo. zumindest kann man dazu sagen, FNA hat sich ja gestern warm geschossen, also von daher Genau. Als Spielpraxis ja, jetzt ist er ja wieder bekommen. drin. Auch so unter Druck. Ja, lassen wir uns überraschen. Also euer Gegner heißt Rotation. Kennt ihr davon ein paar Spieler? Sind ja hauptsächlich 1-6er. Ich glaube, wir haben mal öfters PCW gegen die gespielt. Deswegen, da hatten wir eigentlich gute Ergebnisse, sage ich jetzt mal so. Also mal abwarten, je nachdem. Aber wir unterschätzen die auf keinen Fall, weil wir ja auch mit Stand-in, sage ich mal, spielen. Und geben auf jeden Fall das Beste. Weil in der VPL sind wir ja jetzt noch drinne. Das ist richtig. Also das kann euch zumindest keiner mehr nehmen, dieses, Genau. dass ihr dort drinnen seid und mitspielt. Ja, und da sind alle Spieler spielberechtigt, gell? Muss man ja noch erwähnen. So sieht's aus. Also von daher, da ist euch kein Stein in den Weg gesetzt Genau. oder in den Weg gerollt. Ja, deine Einschätzung. Wir haben von Tarsin gerade gehört, sein 16-6 für sie natürlich. Für Sie. Ja. Das klingt ja ziemlich sicher. Ja. Ich glaube, dass es ein spannenderes Spiel wird. So 16-12, 16-13, aber auch für uns. Ja, Gut. ich glaube, keiner setzt hier wirklich gegen sich, außer es geht da irgendwie Nee, da wirklich um müsste man letzte Spiele, wo ja wirklich, ja, ne? keinen Plan von CSGO haben Ja, und nichts treffen. oder kein Selbstvertrauen. Das Genau, reicht oder ja schon das. aus. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich. Viel Jo, Erfolg gerne, fürs gerne. Match und ja, bis bald mal wieder. Jo, bis Mach's demnächst. gut, Ciao, ciao. ciao. Ja, und damit war es das mit den Vorinterviews und wir werden uns natürlich auf den Weg machen und gleich das Match zeigen. Wir sehen uns natürlich gleich in-game wieder, haben noch ein paar Minuten, bis es gleich losgeht und ja, die Quote können wir nochmal ganz kurz durchgehen, bevor wir dann natürlich zum Match kommen und unserem Co-Mod. Wir haben bei Snowgard eine Prozentquote von 74,59, 0,55% tippen auf ein Draw und 24,86% tippen hier auf einen Sieg für Rotation. Also, soweit die Quote. Ihr könnt nach wie vor tippen auf 99damage.de. Dort könnt ihr natürlich auch alle anderen Matches tippen, die hier von der 4Players Pro Liga live sind. Und in diesem Sinne sehen wir uns gleich zurück aus dem Spiel mit DE DAS 2, der sechste Spieltag. 4Players Pro Liga, powered by TT eSports mit Snowgard Dragons gegen Rotation.